Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht's. Wir wollen jetzt mal da von Deke, seinen Kumpel, da mal jetzt die Höhle untersuchen. So, warte mal, hier sind wieder Feinde. Wo sind die denn? Ach, da oben, ja gut. Die brauchen mich jetzt im Moment noch nicht zu interessieren. Okay, aber warte mal, da oben war ich doch schon. Die hat doch schon mal alle von der Platte geputzt. Funktioniert, wenn du den Anwalt? Hogwarts hat Glück, dass es seine Schutzzauber hat, wenn du mich fragst. Okay, gut. Die brauchen mich da oben jetzt auch nicht wirklich zu interessieren. Aber ich meine, da oben bei denen da war ich schon und hab sie alle von der Platte geputzt. So, warte mal. Ach, das ist nur ein Wolf. Ich dachte, das wäre was wirklich Schlimmes oder so. Levioso, Expelliarmus! Befindung. Gut. Revelio. Ja, da weiter vorne sind noch welche. Okay. So, warte mal. Da sind Spinnen. Revelio. Levioso. Expelliarmus. Defendus. Constrictus. Das muss die Höhle von Kopf sein. Ich sollte hinein. Expelliarmus. Potato. Stufo. Constrictus. Gut. Protego. Ach, Kacke. Defendo. Constringo. Gusto. Constringo. Levioso, Expelliarmus. Ich nur einen Kraft. Constrictus. Okay, das haben wir also auch erledigt. So, wo zum Geier genau bin ich jetzt hier eigentlich? Okay, hier oben ist auch noch eine Mission, die muss auch noch mal, dass wir noch diese Frau Sprottel, ne? Nee, flüchtige Begegnung. Ja, ich glaube, das war irgendwie etwas mit der Frau, mit dieser Miss Sprottel oder so. Egal. Revelio. So, gucken wir uns jetzt hier noch. So, was soll ich da schon wieder für Stimmen? Okay, gucken wir uns mal ganz kurz hier die Hütte an. So, und was ist das jetzt hier? Och Gott! Ah ne, Quatsch, das ist Feuer drauf. Ah, okay, kommt noch so einer. Constringo! Okay.
Okay. Upsala. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich normale Arbeit. Egal, wir kümmern uns jetzt endlich um die Höhle. Sonst komme ich hier nämlich. Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall, nicht wahr? Du musst dieses Allrounder-Blatt einen Monat lang im Mund behalten, von Vollmond zu Vollmond. Wenn du es verschluckst, musst du wieder von vorne anfangen. Sonst funktioniert das nicht. Außerdem musst du den Trank während eines Gewitters trinken und die Beschwörungsformel täglich aufsagen. Sie lautet, genau, falls du es schon vergessen hast. Merlin weiß, dass du sie brauchen wirst. Deine Tasmina. Vergiss nicht die Watte für die Ohren. Revelio. Gut. Ach ja. Was ist das für ein Geräusch? Das ist irgendwie so ein Vogel, der immer rumfliegt, ne? Speichern wir erst nochmal ab. So, dann gehen wir mal rein. Klar, hier ist er. Spider, 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 Spider. Revelio. Habe ich hier vielleicht die Heimat, das Zuhause von Spider-Man gefunden? Expelliarmus. Ne? Okay. Confringo. Revelio. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine teuren Kunden, treuen Kunden, ihre Flaschen von Simus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Echt, ey. Revelio. Das ist furchtbar, wie die mit denen umgehen, oder? Ich meine, aber eins verstehe ich jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, diese Hauselfen, die haben doch auch magische Fähigkeiten. Warum wählen die sich Tops? Nicht? Tops? Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Na, warum wählen die sich nicht? Ich meine, die haben doch auch magische Fähigkeiten, wie man ja schon... Ich weiß nicht, bin ich tot, wenn ich hier runterspringe? Ich glaube ja, ne? Okay. Warte mal, ich will doch erst einmal gucken. Ach Gott.
Befindung! Befindung! Penyam! Stufung! Wow, was war das denn eben gerade? Komm, trink! Oh! Komm, trink doch! Fuck! Alter, ich hasse solche Spinnen, die in den Boden krabbeln und auf einmal hinter mir rauskommen. Komm, trink! Okay. Gut, dann gehen wir mal hier. Upsala. Weiß nicht, ob ich jetzt hier unten auch hinkomme oder. Eigentlich ja, ne? Rivelio. Eng muss ich auch noch da oben irgendwie mal hinkommen und da hinten auch irgendwo. Also. Also kann ich jetzt hier eigentlich auch tauchen? Denn, ich weiß gar nicht mehr, kann man jetzt hier auch tauchen? Ich glaube nicht, ne? Rebellion. Aber irgendwie muss man doch da oben hinkommen können. Ich weiß es gar nicht. Ich muss gleich mal nachgucken, ob man hier tauchen kann. Rivelio. Ach, warte mal. Wie komme ich jetzt da oben hin? Ich bräuchte eine Kiste. Habe ich hier aber nicht. Oder auch da drüben, jetzt warte mal. Gut, hier war das ja nur mit der Spinne, hier ist aber. Ach, hier geht's auch noch, weil sicher jetzt. Contrinto! Rivelio! Oh, ich hasse Spinnen. Leviosa! Contrinto! Warte mal, habe ich hier nicht vielleicht irgendwie noch ein. Na, der, warte mal, ich packe den mal dahin, da habe ich so einen schönen Einfrier-Dingsfunks-Geschichte. Ja, was war das hier nochmal? Achso, ist das Schweben. Solche Sachen zum Ranziehen und Drehen und hast du nicht gesehen. So, ja, dann benutze ich doch einfach mal den hier einfrieren, schweben, einfrieren und dann. Rebellion. Rebellion. Oh, Scheiße. Protego. Alter, was hat das denn eben gerade? Alter, wo ist es hin?
fuck, ey. Revelio. Warte mal. Platio. Defendo. Contrinto. Revelio. Okay, ist es so dieses? Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Acht Beine sind einfach zu viel. Revelio. Ja. Ganz ehrlich gesagt, alles, was mehr als vier Beine hat, das ist mir suspekt. Das ist mir ehrlich suspekt. So, ich hoffe, das Vieh ist und bleibt jetzt auch tot. Jetzt natürlich große Frage, wo geht's jetzt am besten hin? Hier oder hier? Nee, da soll ich lieber nicht reinfallen. Revelio. Contrinco. Revelio. So, ja, nur wo? Warte mal, bin ich nicht von da irgendwie gekommen? Upsala. Na, so, warte mal. Wo geht es denn jetzt weiter, hier oder da hinten? Ach, komm, Alter. Bäh. Oh, ist das eklig. Ich hasse Spinnen. Okay, wenn ich jetzt hier runterrutsche, dann komme ich nicht wieder zurück. Dann gibt es ja keinen Weg mehr zurück. Nee, dann gucken wir uns erstmal die andere Seite an. Ah, ich muss auch mal dran denken, mal so ein Kaukohl einzusetzen. Vergesse ich immer. So, warte mal. Contrinto! Revelio. Ach so, gut. Ach so, mehr gibt's ja nicht. Na gut.
Okay, okay, okay. Alles okay. Aber ich war jetzt immer noch nicht da, wo ich die Wände kaputt machen kann, da die Holzdinger und das alles. Weiß nicht, da habe ich wohl irgendwie wohl verpasst oder übersehen. Rebellion. Nö, 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 nö. Ah ne, scheiße, den kann man ja gar nicht ausweichen. Ah, kacke. Rebellion. Mann, war die Riesenspinne da eben gerade, du. So, wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verschweißt und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Rebellion. Also dieser Meister verhält sich gegenüber dem Tops wie ein Arschloch. Und der Tops warnt ihn auch noch. Ist nicht der Klügste, ne? Contrinko! Ich habe irgendwie herausgefunden, dass diese Steinhaufen jetzt hier den Sinn und Zweck haben. So, warte mal. Hier müsste eigentlich jetzt eine Abzweigung sein, oder müsste ich da weiter hoch oder weiter runter? Whoa.
Komm, trink! Defendo! Protego! Levioso! Lazio! Ah, da kann man die Spinne jetzt auch von hier oben. Auch von hier oben locker fertig machen. Komm, trink! Denn ich sehe nicht ein, warum ich... Wow. Denn ganz ehrlich gesagt, ich sehe nicht ein, warum soll ich mich hier unten abquälen, weil ich das einfach ganz locker von hier oben erledigen kann. Ne. Muck wie nett. Das Muck wie nett. Rebellion. Okay, jetzt ist große Frage. Hier geht's irgendwie weiter? Ja, toll. Okay. Rebellion. Ach so, da bin ich von hier. Bin ich da rausgekommen. Okay, das ist klar, gut. Aber eins frage ich mich. So, warte mal. Die Quest hier, das ist jetzt Stufe 20. Wieso kommen da jetzt Gegner, die Stufe 24 sind? Komm, trink! Kann mir das mal einer beantworten? Weiß irgendjemand darüber Bescheid? Ah. Oh, oh, dahin ist er. Revelio. Oh nein. Oh, ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Alleingelassen mit den Spinnen. Ja, also... Mit dem Meister von Tops, mit dem würde ich gerne immer eine Runde reden. Erzähle Deke von seinem Freund. Ja, ja, aber bevor wir das jetzt machen... warte mal, ganz kurz hier. Rebellion. Da, wie komme ich da hin? Gut. Okay, jetzt bin ich hier runtergesprungen, aber jetzt komme ich hier. Ach, Kacke, ich komme jetzt wieder raus. Okay. Ah ja, hier. Rebellion. Ah ja, hier.
Revelio. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Ja, gut. Wieso kann ich jetzt hier nicht... Achso, hier, so. Gut, dann müssen wir jetzt mal wieder zurück. In den Raum der Wünsche. Also mit diesem Meister von Topste, den würde ich echt gerne mal einen Scheitel ziehen, dem Arsch. Ich bin zurück, Ich bin zurück aus der Höhle, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein, das hat Deek befürchtet, so lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deek wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Lass die Sache hinter dir. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deek. Danke. Sie sind sehr freundlich. Deek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Klar. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. So, aber jetzt beende ich hier erstmal die... will der jetzt schon wieder was von mir? Egal, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, was gefallen hat. Däumchen, Abo und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.